Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe Skill Like a Pro hier auf meinem YouTube-Channel. My friends, ihr habt mir auf verschiedensten Social-Media-Kanälen geschrieben und mich darum gebeten, ein Dribbling-Tutorial zu machen. Vor allem, wie ich diese ganzen engen Dribblings mache in den Streams, in den Videos, die ihr seht. Und heute werde ich euch genau das zeigen und zwar im Detail. Und ich verspreche euch eins, my friends, dieses Dribbling, wenn ihr das so umsetzt, wird ein absoluter Gamechanger sein in eurem Spiel. Es wird euch so krass nach vorne katapultieren und ihr werdet damit extrem viele Tore erzielen. I promise. Aber auch heute, wie in jedem anderen Tutorial, Leute, so wie ich es euch versprochen habe, gibt es einmal mehr ein Giveaway. 20 Euro PSN Xbox PC Karte wird an euch rausgehauen. Alles, was ihr machen müsst, ist mir hier zu folgen auf YouTube, bestenfalls auch die Glocke aktivieren für Benachrichtigungen. Und dann schaut ihr in der Videobeschreibung nach, da findet ihr meinen Instagram-Account. Ihr folgt mir auf Instagram und kommentiert unter mein neuestes Bild einmal eure Konsole, die ihr haben wollt. Davor auf jeden Fall noch YouTube dazu schreiben, also irgendwo da, YouTube oder YT, damit ich weiß, dass ihr von hier kommt. Und am Ende Hashtag NGU2Glory und dann seid ihr auch schon mit dabei und die Verlosung gilt quasi so lang, bis das nächste Tutorial kommt und dann gibt's das nächste Giveaway und das ganze Jahr wird das so gehen, my friends. Also, my friends, heute beschäftigen wir uns mit dem Zickzack-Dribbling. Ja, das ist ein Dribbling, das ihr unbedingt in eurem Aufbauspiel und in der Offensive braucht und es ist nicht mal ein Skill-Move. Ihr braucht dazu nur den linken Stick, ihr braucht gar nichts anderes. Das kann jeder Spieler machen, je krasser das Dribbling ist, sein Dribbling-Wert, ne, desto schneller und heftiger wird er das ausführen können. Aber ich habe das ja damals schon mit Non-Rare-Spielern gemacht. Ihr seht sogar im Hintergrund hier, ist das eine Aufnahme von den Non-Rare-Spielern. Später geht es dann noch weiter zu den anderen Aufnahmen. Ich habe mehrere Clips für euch vorbereitet. Aber ich wollte euch hier zeigen, es geht auch mit den Leuten. Und ich zeige euch heute, was ihr genau machen müsst, damit das funktioniert und damit ihr den Gegner immer wieder überrascht. Ich lasse mal die erste Szene laufen. Die sieht nämlich so aus, my friends. Ihr seht, ich bin hier am Flügel unterwegs und mache schon hier anfangs das Dribbling hier außen auf dem Flügel. Hab dann einen wundervollen Fehlpass gespielt, erobere den Ball aber auch gleich wieder. Und ihr seht, das in meinem Aufbauspiel, wir werden es gleich wieder sehen, diese Bewegung nach links und nach rechts, nach hinten und nach vorne, permanent drin dabei ist. Ich spiele den Pass nach vorne, nach hinten und achtet wieder drauf, pass auf, wieder diese Bewegungen. Dann kommt der Pass nach unten, wieder 3, 4, 5, 6 Mal. Im Strafraum ebenfalls und dann sehe ich den Spieler oben, mache den Pass und schieße den Ball rein. Ja, wie gesagt, zählt gerne mit, schaut euch die Wiederholung dann nochmal an, den Clip und schaut mal, wie oft ihr gedacht habt, da kommt der Pass und dann kam der Pass doch nicht, das kam ein ganz anderer Move. Schaut mal, wir gehen jetzt zurück und ich möchte ganz nüchtern mit euch erstmal das Ganze betrachten und euch erzählen, warum das so wichtig ist und was genau an dem Ganzen so wichtig ist. Also, passt auf, das Zickzack-Dribbling ist extrem essentiell für euren Spielaufbau, weil es nämlich drei Komponenten, ja, beinhaltet und vor allem gleichzeitig ausfüllt. Und zwar zum einen ist es wichtig, dass man immer schaut, dass man den Ball sichert. Das heißt, ihr arbeitet nach vorne, ihr wollt ja sicher nach vorne kommen. Also Zickzack-Dribbling hilft euch einmal dabei, den Ball zu sichern. Ja, das seht ihr gleich in der allerersten Szene, wenn ich ihm den Rücken zudrehe. Dann, zweiter Punkt, das Zickzack-Dribbling sorgt dafür, dass ihr unberechenbar werdet in eurem Spiel. Und die Unberechenbarkeit, ist das A und O in der Offensive und in FIFA. Wenn ihr das macht, was ihr als allererstes seht, dann werdet ihr damit nicht erfolgreich werden. Warum? Weil alles, was ihr seht, sieht euer Gegner natürlich auch, außer er ist komplett lost. Und das ist halt eben das Problem. Ihr dürft nicht den allerersten logischen Pass spielen, weil der logische Pass wird auch am einfachsten verteidigt. Das ist Punkt 2. Darauf werde ich gleich nochmal näher eingehen. Und Punkt 3 ist, ihr werdet damit im Strafraum eure Gegner auseinandernehmen und viele Tore schießen. Also es sind drei wichtige Faktoren, die ihr mit dem simplen linken Stick einfach erfüllen könnt und komplett rasieren. Und mit einfach meine ich wirklich einfach, denn ihr braucht nur den linken Stick. Wir kommen jetzt nämlich kurz zur Ausführung. Wie macht man eigentlich dieses Zickzack-Dribbling? Ihr nutzt nur den linken Stick, aber ihr nutzt ihn nicht einfach so, sondern es gibt eine wichtige Komponente. Ich lasse mal hier kurz mal in eine Richtung laufen. Und zwar, ihr seht es hier. So, wenn ich jetzt hier einen Tick zurückgehe, wie ich das hier gemacht habe. Ihr seht gleich, dass ich hier mit Balde, ne, nicht einfach mich in eine Richtung drehe. Das ist halt eben das, was ihr immer wieder mich gefragt habt. Mirza, wie machst du das so unglaublich beweglich? Wie machst du das so schnell? Wenn ich das mache, Alter, ich habe das Gefühl, der hat einen Holzfuß oder so. Ich sage euch, worum es geht. Es geht um den Winkel, wenn ihr den linken Stick bewegt.
my friends, der Ausgangspunkt ist der, achtet immer darauf, dass ihr 90 Grad den linken Stick bewegt. Nicht mehr als 90 Grad, wirklich 90 Grad Bewegungen. Wenn ihr jetzt da links runter schaut, dann macht ihr jetzt eine 90 Grad Bewegung da lang und dann wieder 90 Grad und wieder 90 Grad. Das sind drei kleine Bewegungen. Die sind viel effektiver und unberechenbarer als eine große 180 Grad oder mehr Bewegung. Wisst ihr, was ich meine? Dann seid ihr viel beweglicher und ihr werdet den Gegner immer wieder überraschen können. Weil selbst wenn er mal was antizipiert, könnt ihr schnell noch reagieren. Wenn ihr euch krass dreht mit einer heftigen Bewegung, könnt ihr danach nichts mehr machen. Schaut mal, hier, 1, 2, seht ihr? Also wenn ich mich bewege, dann bewege ich mich immer so, dass ich kleine Bewegungen mache. Schaut mal jetzt, zack, 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 seht ihr das? Und das sind immer so leichte 90 Grad Bewegungen. Es ist niemals der hier, dass ich mich da lang bewege und dann einfach da lang. Von hier nach da, 180 Grad Drehung, sondern ich mache wirklich 90-90, tap, tap. Und so bleibt ihr immer beweglich. Und selbst wenn der Gegner das antizipieren sollte, könnt ihr danach wieder 90-90 und euch weiterdrehen. Und damit erfüllt ihr quasi auch schon den ersten Punkt, nämlich den Ball zu sichern, my friends. Das Wichtige ist, jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, der Gegner kommt auf euch zu, dreht ihm den Rücken zu. Und dann könnt ihr euch immer leicht bewegen in 90 Grad Form. Dab, dab, nach oben oder dab, 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 dab. Wie auch immer, ihr könnt euch im Kreis drehen. Und er kann nicht an euch rankommen. Das wird nicht funktionieren. Wenn ihr es gut beherrscht, wird er nicht an euch rankommen, my friends. Ich lasse die Szene mal fertig laufen und erkläre euch mal, was hier genau wichtig ist. Also Flügelspiel ist das erste. Es gibt drei verschiedene Positionen, die auch wichtig sind. Einmal, ihr verwendet es eigentlich am gesamten Spielfeld, aber vor allem dann, wenn ihr am Flügel seid, wenn ihr in der Zentrale seid, in der Mitte und wenn ihr beim Strafraum des Gegners seid, my friends. Ja, das sind so ganz, ganz wichtige Szenarien. Ihr seht, auch hier wieder, ich drehe mich sofort nach außen, ich nehme den Ball an, drehe mich sofort weg vom Gegner und mache hier schon mal wieder mehrere Finten. Habt ihr das gesehen? Schau mal, diese Bewegungen sorgen für den zweiten Punkt, den wichtigen zweiten Punkt, den ich euch gesagt habe, für die Unberechenbarkeit. Wenn ihr euch nämlich immer wieder im 90-Grad-Winkel bewegt, zap, zap, seht ihr das? Es sind immer zwei, drei Schritte, weil ich immer in 90 Grad mich bewege, pap, pap, pap und weiter. Bellingham ist das in dem Fall, das sieht so langsam aus bei dem und trotzdem beweglich, weil der halt nicht so ein krasses Dribbling hat. Je krasser das Dribbling oder der Dribbling-Wert, desto heftiger wird das, was ihr machen könnt. Und das sorgt eben dafür, dass ihr unberechenbar seid. Ihr dürft niemals den allerersten Pass spielen. Schaut mal, wenn ich jetzt hier laufe, ihr seht, dass hier, ich passe hier nach hinten, so, Aubameyang ist hier frei, oder? Ich meine, ich wette, viele von euch dachten sich jetzt kommt dieser Pass und wahrscheinlich habt ihr euch da schon das erste Mal erwischt, oh scheiße, hat er nicht gespielt, ne? Ich habe gar keinen Pass gespielt, ich habe einmal mich nach links und nach rechts, ne? Nach oben, nach unten, das nur ab und zu machen, so frontal auf den Gegner und wirklich Gemach. Das ist manchmal sehr gefährlich, wenn er auf euch draufläuft. Aber vor allem, wenn er hier irgendwas verteidigen möchte, könnt ihr es ab und zu machen und andeuten, dass ihr den Pass spielt. Und ich habe den Pass nicht gespielt, ich spiele dann nach unten. So, warum habe ich nach unten gespielt? Weil es eben offensichtlich war, dass ich da nach vorne spiele und der Gegner kann es offensichtlich verteidigen. Stellt euch das so vor wie bei einem Magier. Ein Magier, der steht ja auch auf der Bühne und der erzählt ihnen eine Geschichte. Ne? Schaut mal hier, da ist ein Vogel, was für ein wundervoller Vogel und der fliegt und dies und das. Und während er da redet und diesen Vogel dann irgendwo in diesen Käfig gibt und euch zeigt, wie prächtig der Vogel ist, geschieht der eigentliche Trick irgendwo ganz anders. Und durch dieses Reden, durch diese Theatralik, lenkt er euch von dem eigentlichen Trick ab. Und dieses Zickzack-Dribbling ist genau das gleiche wie diese Theatralik und dieses Ablenkungsmanöver von einem Magier. Deswegen ist das so wichtig, dieser zweite Punkt. Wenn ihr unberechenbar seid, dann werdet ihr jedem Gegner so krasse Probleme machen. Und ihr seht auch hier, ich habe wieder nicht den offensichtlichen. Schau mal, da könnte man spielen, oder? Man könnte auch hier. Und ich habe wieder nach oben, 90 Grad, wieder nach unten. Ihr seht das, ne, wie ich mich hier bewege. Hier. Achtung, ich gehe nach oben, nach unten und immer wieder 90 Grad. Es sind immer zwei Schritte, nicht immer einer. 90-90, 90-90. Deswegen sieht das so unglaublich beweglich aus. Übt das am besten einmal in Squad Battles, Leute. Ganz wichtig. Erstmal nur in Squad Battles üben und dann erst online probieren, sobald ihr ein gutes Gefühl dafür habt. Und kommt dann der Pass auch hier wieder. Seht ihr das? Diese Annahme hier. So, zap, zap. Ne? Ich nehme den Ball ganz kurz nach oben hin an. Das geht halt vor allem auch wirklich mit guten, dribbelstarken Spielern. Schau mal, nach oben, bap, bap, ne? Tap, tap. Einmal nach links, dann wieder nach rechts. Ihr dürft nicht zu krass, sonst wird es nicht funktionieren. Kleine Schritte. Und dann kommt der Pass, wenn ihr den seht, und dann macht ihr das Tor. Das ist die erste Szene, haben wir jetzt wirklich im Detail analysiert, aber lassen wir jetzt laufen, jetzt wird es genauer. Ich lasse jetzt mal einfach die zweite Szene durchlaufen, ihr seht das gleiche System wieder. Ihr seht wieder vor dem Gegner, ich bewege mich, ich spiele keine Pässe. Ne? Ich spiele keine Pässe, ich schaue,
und mach immer wieder die Dribblings, bis ich mir hundertprozentig sicher bin, dass der Gegner jetzt das nicht erwartet und nicht verteidigen kann. Und dann kommt der absolute Zerberster im Strafraum. Und jetzt sind wir bei Punkt 3 angelangt, my friends. Ich habe extra die Szene mit reingenommen, damit ihr immer wieder Material habt, um jetzt euch genau anzuschauen, wie ich das hier mache. Na, ihr seht auch hier wieder, na, ich drehe ihm den Rücken zu. Punkt 1 erfüllt, Ball gesichert. Punkt 2 die Unberechenbarkeit. Nach unten, zap, zap und jetzt ist der Pass da. Ich deute jedes Mal einen Pass an oder eine Drehung und drehe mich aber dort eigentlich nicht hin, sondern drehe mich danach einfach wieder woanders hin. Wenn ich merke, er verteidigt das, kann ich mich immer noch weiter drehen. Ihr habt dann Punkt 1 gesichert und Punkt 2 die Unberechenbarkeit, daran arbeitet ihr die ganze Zeit. Okay, denkt immer dran, das was ihr zuerst seht, das sieht der Gegner auch, my friends. Und dann im Strafraum, wenn ihr hier seid, der ultimative Move. Wenn ihr hier seid, kommt Punkt 3, ganz wichtig. Habt ihr euren Spieler im Strafraum angespielt? Ist es da? Das ist ein absoluter mörderischer Zerberster für jeden Gegner. Könnt ihr ihn so anspielen, dann macht ihr Folgendes. Ihr nehmt den Ball an und drückt gar nichts. Erstmal. Ihr drückt gar nichts, okay? Weil wenn ihr gar nichts gedrückt habt und euch dann bewegt, seid ihr noch viel beweglicher, als wenn ihr den Ball annehmt im Lauf quasi. Wisst ihr, was ich meine? Stoppen und dann kommt er hier. Zap, zap, boom. Ihr könnt euch dann in beide Richtungen nämlich drehen und deswegen ist es wichtig, dass ihr Spieler habt, die auch gute Weakfoot-Werte haben und hier auch wieder 90 Grad. Einmal, zweimal. Seht ihr, was ich meine? Es sind keine vollen Drehungen, sondern es ist wirklich immer eine 2 Drehungen Minimum. Zap, zap, bam. Und das gleiche hätte ich auch nach unten machen können. Das gleiche hätte ich auch hier machen können. Wupp, wupp. Und rein damit. Und immer Punkt 1 erfüllen zuerst, Rücken zum Gegner. Punkt 2 erfüllen, die Unberechenbarkeit und Punkt 3, den Gegner zerstören. Das ist das Zickzack-Dribbling, my friends. Und in Perfektion werdet ihr alle auseinandernehmen, ich sag's euch, langfristig. Und je stärker eure Dribbling-Werte, desto besser werdet ihr es können. Dritte Szene. Das war jetzt eigentlich schon recht gut eingegangen auf das Thema, aber wir schauen uns die weiteren Szenen nochmal an. Ich habe sie eingepackt, das bin ich jetzt in weiß übrigens, Leute. Ihr seht hier wieder im Strafraum. Schaut mal, was ich da gemacht habe, ey. Also, wir gehen einmal zurück. Und der Aufbau hier wieder, ich passe nach oben, passe nach vorne und ihr seht auch hier immer wieder dieses Dribbling, immer wieder dieses Dribbling. Ich habe hier nicht einfach diesen Pass gespielt, da, oder direkt den Pass, sondern ich habe hier mich einmal gedreht, ein zweites Mal, ein drittes Mal und jetzt passe ich erst. Der Gegner kann dann nie genau wissen, was passiert. Ich spiele den Ball nach vorne, habe dann die Möglichkeit und schau mal hier, hopp. Okay. Also, er denkt hier vielleicht, ich schieße gleich, ne? So, was mache ich? Zap! Ja, er grätscht hier einmal auf, entspannt. Und dann kommt die Drehung nach hinten und dann nochmal die Drehung und er hat den Torhüter verschoben, hier nach rechts. Und ich schieße ins andere Eck. So funktioniert das, my friends. Ihr seht, im Endeffekt ist es ein gleiches Muster. Aber wenn ihr das beherrscht, dann werdet ihr sehr viel Spaß haben mit diesem FIFA. Ich sag's euch. Ich lasse noch die vierte Szene laufen, die letzte Szene. Achtet jetzt mal hier drauf. Wieder der Pass nach vorne. So, einmal hier stoppen, bevor ich euch die Szene durchlaufen lasse. Ich sage euch ja jedes Mal, spielt nicht den offensichtlichen Pass. Das gilt immer, wenn ihr ab der Hälfte, also ab in der gegnerischen Hälfte quasi seid, ne? Ihr Mittelfeld, gegnerische Hälfte. Wenn ihr hier in eurer Hälfte seid und ihr seht, ihr könnt da einen Pass spielen, weil kein Mensch da ist, dann spielt ihr den einmal darüber, okay? Aber nur, wenn ihr hier in diesem Bereich seid, okay? So, jetzt spielt er den Pass hier nach vorne, der Kollege, das bin ich in dem Fall. Und schaut mal, wie ich jetzt hier diese Dribblings ansetze. Achtet jetzt mal, das ist krass, Next Level. Achtung jetzt. Schaut mal, ob ihr überrascht werdet, my friends. Achtung jetzt. Achtung. Ehrlich sein danach. Achtung. Achtung. Ey. Kramaric, Alter. Was geht ab? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich selbst überrascht. Also wenn ich euch jetzt nicht überrascht habe, dann ist es krass. Dann seid ihr echt Next Level da gewesen. Ich habe mich nämlich selbst überrascht. Als ich diese Szene dann angeschaut habe, schau mal, ich dachte nämlich, safe call, ich spiele jetzt diesen Pass hier. Achtung, den Pass. Ich dachte 100%, dass ich diesen Pass jetzt spiele. Ganz, ganz sicher. Ich habe den nämlich da kurz im Abseits gesehen später. Der hat es aber aufgehoben. Das wusste ich nämlich nicht. Habe ich nicht genau gesehen. Ich dachte, ich spiele diesen Pass. Ich habe mich selbst dabei überrascht, dass ich hier nochmal die Drehung angesetzt habe und dann so gegangen bin. Und dann habe ich den Gegner hier nochmal besiegen können. Und ich sage euch, das hat safe dazu geführt, dass der Gegner 100% nicht damit gerechnet hat, dass hier nochmal die Drehung kommt und auf einmal bin ich hier völlig frei. Und der Fake Dragback dann sowieso. Ihr seht auch hier Fake Dragback, ne? Nicht den offensichtlichen Dragback oder sowas, sondern Fake. Immer unberechenbar bleiben, my friends. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Clips hier
und mit der Erklärung zeigen, wie krass das ist und wie ihr es am effektivsten ausführt. Bitte immer bedenken, die Sicherheit geht vor, Rücken zum Gegner und dann immer 90 Grad weg von ihm, ne? Dann Punkt 2, immer unberechenbar bleiben, weil er sieht alles, was ihr seht. Deswegen müsst ihr Next Level Thinking. Und Punkt 3, im Strafraum, so wie ich es euch gezeigt habe, den Ball ruhig annehmen und dann tap, tap, bam, ne, den Gegner zerstören. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen, my friends. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann bitte ich um ein dickes, fettes Daumen nach oben. Auf Support ist kein Mordbasis, my friends. Schaffen wir 3000 Likes auf dieses Video, also wenn es euch wirklich krass gut gefällt, könnten wir das schaffen auf das Tutorial. Das wäre der absolute Oberhammer, my friends. Abonniert gerne meinen Kanal für mehr FIFA 21 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials und gerne, wie gesagt, die Glocke aktivieren, damit ihr Benachrichtigung bekommt. In der Videobeschreibung findet ihr den Weg zur NGU to Glory, wie ihr live mit dabei sein könnt, Leute. Ich streame ja 5 bis 6 Mal die Woche, 21 Uhr im Schnitt. Ihr findet die Zeiten, ihr findet, wie ihr dabei sein könnt, wie ihr in einer Minute einen Account erstellt. Ihr seid herzlich eingeladen, das live zu sehen und zu lernen und mich auch damit zu unterstützen mit der Road to Glory, mit dem gemeinsamen Weg. Also schaut vorbei, my friends, und checkt natürlich, wie gesagt, nochmal den Anfang des Videos ab, falls ihr es nicht gesehen habt, wegen dem Giveaway, wie ihr in jedem Tutorial eine 20 € PSN Xbox PC-Karte gewinnen könnt. Ja, ich hoffe, das knallt, my friends. Das war's für heute und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Ausgabe. Tschüss! Bis dann!